Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verlage on Stage, werte ZuhörerInnen. Ich bin Steven Lundström und meine Gäste bei Literaturradio Hörbahn sind heute Nina Schuchert und Katharina Schulze-Bergner vom Eichhörnchen Verlag. Das Literaturradio möchte sich in der Welt der deutschsprachigen Verlage umschauen, möchte in Erfahrung bringen, wie die Verlage ticken, mit denen wir es zu tun haben. Was bewegt sie? Wie steht es um die Konzepte, um die Autorinnen und Illustratoren, um den Buchmarkt und vor allem um die Menschen, die den Verlag betreiben, in ihm arbeiten und für ihn leben? Es gilt zu verstehen, wie Verlage im Allgemeinen und im Speziellen funktionieren. Wir möchten die Verlegerinnen bitten, uns und Sie, werte ZuhörerInnen, hinter die Kulissen mitzunehmen. Literaturradio Backstage, sozusagen. Zugleich können die Verlage die Gelegenheit nutzen, sich selbst, ihre AutorInnen und ihr Programm vorzustellen. Gemeinsam schaffen wir einen Podcast, über den die Verlage mit ihrem Publikum in Kontakt treten können. Der Eichhörnchen Verlag ist für seine wunderbar gestalteten Bilderbücher für Babys und kleinen Kinder bekannt. Diese sind aber, das werden wir noch besprechen, alles andere als strikt altersgebunden. Vielen Dank, Katharina. Vielen Dank, Nina, dass ihr Zeit für uns habt. Danke, dass du hergekommen bist. Wir freuen uns. Sehr gerne. Werte Zuhörerinnen, Sie kennen das ja schon von vielen anderen unserer Sendungen. Wir wärmen uns vorab ein wenig auf, bevor wir ins Detail gehen. Bevor wir das aber heute tun, möchte ich Sie erst einmal bitten, kurz die Augen zu schließen. Sie befinden sich in einer wunderbaren Gegend, mitten in der Natur, jede Menge Bäume, verschiedene Zwei- und vor allen Dingen viele noch mehrbeinige Lebewesen. So, jetzt sind Sie da, wo Nina, Katharina und ich auch sind, in Neustadt Dosse in Brandenburg. Hier hat das Verlagshaus seinen Sitz. Und vor diesem Hintergrund nun, vor dieser Natur und diesen seltsamen, noch mehrbeinigen Lebewesen, stellt sich mir folgende Frage. Wo wohnt das Wesen eigentlich, das eurem Verlag seinen Namen gegeben hat? Das Eichhörnchen, meinst du? Das Eichhörnchen an sich, in jedem zweiten Baum hier, würde ich sagen. Aber das tatsächlich namensgebende Eichhörnchen war ein ganz konkretes Individuum, was hier bei uns auf dem Hof in einer Voliere gelebt hat. Es ist aber inzwischen verstorben. Leider Gottes, es war dann doch irgendwann alt für ein Eichhörnchen. Jetzt also irgendwo in Himmelsgefilden unterwegs, dafür leben in der Voliere jetzt Meerschweinchen. Wenn es einen Nachfolgerverlag gibt in der nächsten Generation, dann wird es der Meerschweinchenverlag. Also bei mir wohnt es nicht, aber ich habe es noch kennengelernt, zum Glück. Und ja, war sehr fasziniert, auch von der Geschichte, wie es gefunden wurde und dass es blinde Eichhörnchen gibt. Ich meine, warum nicht? Aber ich habe natürlich nie drüber nachgedacht vorher. Und dieses Spezielle war blind? Wie findet man das raus? Ja, dieses Spezielle war tatsächlich blind. Ich habe eine lustige Geschichte. Ich besitze Pferde, habe auch damals Pferde gehabt und eins von diesen Pferden war abgehauen und ist durch den Wald, wollte auf eine andere Koppel. Und auf der Suche nach meinem Pferd habe ich auf einer Sandkreuzung ein Eichhörnchenjunges gefunden. Und das saß da sehr allein und die Ameisen hingen da dran. Und ich weiß natürlich, wir alle wissen das hoffentlich, dass man Tiere nicht einfach aus der Natur entnehmen darf und dass es in der Regel sich von selber löst, dass Elterntiere ihre Jungen wieder einsammeln und so weiter. Also bin ich entsprechend weiter meinem Pferd hinterher und dann hat mich das nicht in Ruhe gelassen und ich bin später nochmal zurückgegangen an diesen Ort und stellte fest, dieses Eichhörnchenkind war immer noch so einsam und verlassen. Und dann habe ich es tatsächlich mitgenommen in der Intention, es aufzupäppeln und dann wieder freizulassen. Und dann stellte sich aber relativ bald, die jungen Eichhörnchen haben ja noch geschlossene Augen, als es dann anfing, die Augen zu öffnen, heraus, dass es tatsächlich blind war. Das konnte man in dem Fall sehen. Es hatte ein sehr großes Auge. Das war einfach ja, extrem vergrößert und dafür hat es ein sehr kleines Auge. Beide waren mit so einem milchigen Film überzogen.
dass man sehen konnte, die Augen sind nicht so intakt, wie das irgendwie gedacht war. Und später hat man das im Verhalten gesehen, dass es einfach auf visuelle Reize nicht wirklich reagiert hat. Und war das dann der Auslöser, das Eichhörnchen als Maskottchen, als Verlagsnamen zu nehmen, oder ist das noch eine andere Geschichte? Das Eichhörnchen ist erstmal einfach in unsere Familie und unser Hofleben hier integriert worden. Es war dann klar, wenn wir es freilassen, dann ist es Marderfutter, das wollten wir nicht. Also haben wir versucht, einen so naturnahen Lebensraum wie irgend möglich hier bei uns auf dem Hof zu schaffen. Wir haben es benannt, das hieß dann Mad-Eye Artemis Moody, da fing dann die literarische Referenz schon an, nach Professor Moody natürlich aus den Harry Potter Romanen und nach der Göttin des Waldes und der Jagd Artemis. Und die Verlagsgründung folgte später. Und wenn man so einen Verlag gründet, dann überlegt man sich aber natürlich, wie möchte man den nennen. Und ich habe da sehr lange drüber gegrübelt, versucht Namen zu finden, die irgendwie das Programm widerspiegeln. Aber das war alles ein bisschen sperrig. Und letztendlich war es mein Schwiegervater, der, als ich davon, von diesem Prozess erzählt habe, gesagt hat, Mensch Nina, warum denkst du da weiter drüber nach? Du hast ein Eichhörnchen auf dem Hof. Das ist doch ein perfektes Maskottchen, nenn diesen Verlag einfach Eichhörnchen Verlag. Und dabei ist es geblieben, weil es ist eine schöne Identifikationsfigur. Und ich fand es letztendlich auch schön, dieses Eichhörnchen ist ja blind, das findet sich auch im Logo als Referenz wieder, weil unser Logo-Eichhörnchen eine Augenbinde trägt. Und das Sehen oder Nicht-Sehen ist ja aber ein ganz wesentlicher Aspekt in der Kunst, da wird viel mit gespielt, beziehungsweise überhaupt auch in so Entwicklungsprozessen, die gerade Kinder durchlaufen, wobei das Lernen ja ein Leben lang geht. Ne? Also wie entdecken wir Sachen, was bleibt uns verborgen, wie können wir Sachen enthüllen? Dieses Spiel, mit dem kann ich sehen und wie und was vielleicht auch nicht, fand ich dann ganz angemessen für einen Bilderbuchverlag. Jetzt ist es inzwischen allerdings so, dass ich auch merke, Eichhörnchen Verlag ist wirklich ein langes Wort und es hat ein paar Stolpersteine, an denen man sich vertippen kann. Und es übersetzt überhaupt gar nicht gut ins Englische. Beziehungsweise englisch sprechende Menschen tun sich sehr schwer mit dem Wort. Für die tut es mir heute leid, aber ansonsten sehr glücklich mit der Wahl. Es ist ja schon ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man sagt Squirrel Publishing Company. Ja. Und da merkst du schon, also ich spreche ganz gutes Englisch, aber mit dem Eichhörnchen tue ich mich tatsächlich auch in der Aussprache schwer. In der englischen Aussprache und englisch sprechenden Menschen ist es wahnsinnig schwer, Eichhörnchen zu sagen. Ich habe mal überlegt, wenn es ein Buch gäbe, in dem sämtliche Ideen, die Menschen jemals gehabt haben und gerade haben, aufgezeichnet würden. Und darin gäbe es das Kapitel Verrückteste Ideen überhaupt. Welches war eure verrückteste Idee bisher? Die Gründung des Verlags? Oder wie war das bei dir, Katharina? Was war deine verrückteste Idee? Also generell würde ich sagen, die letzten 2 Jahre meines Lebens, die Entscheidung, ein Kind zu kriegen und gleichzeitig aufs Land zu ziehen und ein Haus zu bauen, das war schon sehr aufregend und auch ein bisschen verrückt und viel so retrospektiv betrachtet, aber auch sehr schön. Und den Verlag betreffend, da bin ich ja eher so langsam immer mehr reingewachsen. Also ich habe eigentlich mit einem Praktikum angefangen. Genau, und dann haben wir immer überlegt, wie machen wir das? So Nina alleine, das ist irgendwie auch nicht so schön. Also einfach schöner, mit jemandem sich auch austauschen zu können. Und dann bin ich auch hergezogen und dann haben wir gedacht, wir machen das jetzt und ich steige ein. Ich arbeite ja nicht Vollzeit hier, aber es ist einfach super schön, immer auch in den Austausch zu gehen, sich zu sehen und jetzt auch wieder zu Messen zu fahren und dann einfach noch viel mehr auch einzutauchen. Und Nina, was war deine verrückteste Idee? Schwere Frage. Du hast wirklich schwierige Fragen mitgebracht heute. Ich kann gar nicht sagen, was war meine verrückteste Idee, aber ich merke, dass ich dazu neige, große, wichtige Entscheidungen in meinem Leben sehr aus dem Bauch heraus zu treffen. Weiß nicht, vielleicht geht das auch im Grunde jedem so, aber die ganz großen, wichtigen Entscheidungen, die wir treffen, das sind ja oft welche, wo wir nicht wirklich überblicken können, was die in ihrer Konsequenz dann alles mit sich bringen. Und das betrifft natürlich so eine Verlagsgründung. Letztendlich
habe ich natürlich nicht gewusst, wie man einen Verlag führt und was da alles dazugehört. Das fängt ja schon damit an, wo bekomme ich die ISBN-Nummern für meine Bücher her. Ne? Das sind alles Sachen, die hat mir ja vorher keiner beigebracht. Das habe ich irgendwie gelernt. Und es sind viele, viele Sachen, die da dran hängen. Und als die Entscheidung gefallen ist, die ist auch nicht ganz leichtfertig gefallen, aber trotzdem zu einem Zeitpunkt, wo ich das alles noch nicht überblicken konnte. Aber ja, ich denke, das betrifft wirklich ganz, ganz viele Entscheidungen und Ideen, die man so hat und fällt in seinem Leben. Das betrifft auch, dass ein Kind bekommt. Das betrifft auch so Entscheidungen wie, ja, ich nehme jetzt diesen Hund mit in meine Familie auf. Natürlich ist das ganz schön, aber sich richtig klar zu machen, dass das bedeutet, dass man halt dann 10 Jahre oder 15 oder 20 Jahre immer diesen Organisationsaufwand noch dazu hat, das überblickt man in so einem Moment nicht. Also ich glaube, die verrückten Ideen sind ganz oft auch die alltäglichen, die wir alle treffen. Ist ja vielleicht auch gut, dass man viele Entscheidungen dann aus so einem Moment trifft. Sind ja auch sehr schöne Dinge, die dann daraus erwachsen, bei aller Verantwortung. Ja, ich kann nur sagen, was den Verlag anbetrifft, es ist ja wirklich eine tolle Entscheidung gewesen. Also wir werden ja noch auf euer Portfolio zu sprechen kommen. Und es lohnt sich wirklich. Also das ist eine gute Entscheidung gewesen. Eine sehr schöne, verrückte Idee. Ja, dankeschön. Aber es ist auch ein Stück Wahnsinn dabei. Nun habt ihr eben schon ein bisschen was auch von euch persönlich verraten. Von dir, Nina, weiß ich, was du studiert hast in Berlin. Erzählt ein bisschen was von euch, soweit ihr das mögt, auch mit vielleicht einem Hinblick auf das, was dann euch zum Verlag geführt hat, das vielleicht eine Rolle spielt in eurer Verlagsarbeit zum Beispiel. Ja, was euch so umgetrieben hat bisher und wie das mit dem Verlag zusammenpasst. Ich glaube, du hast mein Studium angesprochen. Ich habe Kunstgeschichte und Archäologie studiert. Mir ging das immer so, also eigentlich bei jeder Entscheidung, die ich für meinen Bildungsweg getroffen habe, dass ich das Gefühl hatte, da gibt's noch mehr, was ich gerne lernen möchte. Da gibt es noch mehr, was ich entdecken möchte. Bei der Kunstgeschichte speziell, ich möchte mehr Handwerkszeug haben, um bestimmte Bilder zu entschlüsseln. Solche Sachen. Und das ist, glaube ich, was sich durchzieht und was eine große Motivation ist für alles, was ich mache. Witzigerweise, die Kunstgeschichte ist ja so ein Fach, das ist so ein bisschen brotlos. Das wissen wir alle. Und ich bin auch in meiner Zeit im Studium oft mit der Frage konfrontiert worden, Nina, was willst du denn damit machen? Und wenn man dann einen schlechten Tag hat, dann sagt man, naja, was werde ich damit machen? Taxifahrer und Pommes verkaufen. Wenn man einen guten Tag hat und eine echte Antwort gibt, dann war immer mit dabei, naja, ich könnte mir schon vorstellen, in einem Verlag zu arbeiten. Und dass es jetzt ein eigener Verlag wird, habe ich damals nicht so gedacht, aber ja, irgendwie scheint das dann doch ein logischer Schluss gewesen zu sein. Also die brotlose Kunst teile ich mir ein bisschen mit Nina. Also ich habe Kulturwissenschaften und Kulturgeschichte studiert. Und tatsächlich ist für mich aber der Kunstbereich nicht so stark gewesen in meinem Studium. Das ist was, wodurch ich durch den Verlag einfach eingestiegen bin. Und da lerne ich auch immer noch total dazu. Und das finde ich total schön und habe ich gerade in meinem Masterstudium auch gelernt, dieses Gefühl eben, dass es noch so viel gibt, was man auch wissen und erfahren kann. Genau, und das habe ich mit dem Verlag jetzt auch. Wir haben ja jetzt schon einiges von eurem Verlag erfahren, von der Gründungsgeschichte zum Beispiel. Wir wissen, woher der Verlagsname kommt. Gehen wir mal zurück in das Gründungsjahr eures Verlages. 2017 war das Jahr. Beschreibt doch mal den Moment, als ihr den Grundstein gelegt habt. Was ist damals alles so in eurem Kopf vorgegangen? Was ist damals so passiert? Ich würde sagen, den Grundstein haben wir eigentlich 2015, 2016 schon gelegt, weil da ist ja die Idee entstanden. Damals war meine Tochter anderthalb Jahre alt und ich hatte hier im Nachbarort eine Ausstellung kuratiert mit der Berliner Künstlerin Susanne Hauen, die ich aus meinem Studium her noch kenne. Wir sind inzwischen sehr gut befreundet. Und ich hatte, nachdem wir hier aufs Land gezogen waren, angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren in diesem Nachbarort. Da gibt es eine Kirche, die für kulturelle Veranstaltungen genutzt wird. Und so kam es zu dieser Ausstellungskuration. Und da bin ich mit meiner Tochter reingegangen. Und das war eine Ausstellung, die hatten wir mit einem erwachsenen Publikum im Hinterkopf geplant und aufgebaut. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht mit meiner Tochter da drin,
dass diese Bilder ihr auch ganz viel erzählt haben. Und gleichzeitig war ich ein bisschen frustriert mit manchen Bilderbüchern, die wir für diese Altersgruppe hier so zur Verfügung hatten. Es gibt natürlich einige auch wirklich ganz tolle Verlage, die wunderbare Pappebücher machen. Aber es gibt auch ganz viele, die ich furchtbar fand und vor allen Dingen in der Wiederholung furchtbar fand. Und für mich war in dieser Ausstellung ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, das, was mich interessiert als erwachsene Person, auch als Person, die sich mit Kunst auseinandersetzt, was ich schön und was ich interessant und wertvoll finde, das interessiert meine Tochter offenbar auch, denn sie wollte immer, immer wieder da rein in diese Ausstellung und bestimmte Bilder angucken. Und das war der Grundstein. Und dann hat es natürlich einen langen Zeitraum auch in Anspruch genommen, zu überlegen, möchte ich jetzt wirklich aus so einem Moment heraus, aus einer Idee heraus, einer verrückten, ein ganzes Unternehmen gründen. Und das haben wir lange besprochen. Aber es war halt auch eine Zeit, ich hatte eben mein kleines Kind, ich hatte noch mein Masterstudium, was ich später zugunsten des Verlags abgebrochen habe, was auch viel Energie gekostet hat, weil ich immer von hier nach Berlin gependelt bin. Ich hatte einen Job, ich hatte mein Ehrenamt und ja, also das dann wirklich zu entscheiden, ja, jetzt mache ich aber, gründe ich ein Unternehmen und mache vielleicht andere Sachen nicht mehr, das war dann ein längerer Prozess. Und die tatsächliche Verlagsgründung dann 2017, das war erstaunlich einfach. Weil es ja wirklich nur bedeutet, man geht zum Amt, man sagt, ich möchte ein Unternehmen anmelden, man füllt ein Formular aus und plötzlich hat man einen Verlag. So wenig, ein Formular, also das war's. Es war wirklich also sehr, sehr hürdenarm. Hm? Erstaunlich. Ja, vielleicht liegt es dann auch hier am Land. Also unser Amt, wenn man dann erstmal da drin ist, geht es meistens schnell. Also mir ist genau zu dem noch eingefallen, zu der Idee, den Verlag überhaupt zu gründen, dass ich mittlerweile auch sehr stark und sehr doll eben auf Kinderbücher achte und das so schön finde, Kindern auch mehr zuzutrauen, als eben nur, sage ich mal, normale Tierbücher. Gibt es ja wahnsinnig viel. Kinder lieben ja auch Tiere, aber es gibt so viele Bilderwelten und auch Themen, die Kinder, glaube ich, auch spannend finden, auch sehr kleine Kinder. Und das, finde ich, ist ja auch eben das Besondere an unserem Verlag. Aber ich mag es auch so sehr, ich merke es auch mit meinen Kindern, dass sie ihnen auch Sachen auffallen an den Bildern und dass sie das sehr, sehr interessiert angucken und da auch eben eintauchen in diese Welten, die wir irgendwie mit jedem Buch auch erschaffen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich in meinem Bildungsweg immer gerne weiter lernen wollte und weiter Handwerkszeug haben wollte, um bestimmte Sachen zu verstehen und mir zu erschließen. Und im Grunde haben wir mit diesem Verlag so ein bisschen die Rollen getauscht, ne? Also wir sind jetzt in einer Position, wo wir Bilderwelten oder auch Sprachwelten, wir machen ja durchaus auch Bilderbücher mit Texten, viel mit Lyrik, weiterreichen und anderen, vor allen Dingen kleinen, aber auch einigen großen Menschen an die Hand geben können, um diesen die Möglichkeit zu geben, diese Welten zu entdecken. Das ist eigentlich wirklich ein sehr schöner Rollentausch, der da passiert ist mit dieser Arbeit. Was du eben gesagt hast, Katharina, und dann du in der Folge, Nina, auch, finde ich ja sehr spannend. Was kann man Kindern eigentlich so zumuten in Bild und Text? Du hast eben gesagt, also ihr habt ja schon mehrfach auch betont, das, was ihr so in eurer Kindheit an Bilderbüchern hattet, hat euch jetzt nicht so richtig vom Hocker gehauen. Nee, das muss ich nochmal korrigieren. Also ich meinte tatsächlich die Bilderbücher, die meine Tochter jetzt hat. Also das, was jetzt in der Bahnhofsbuchhandlung steht, ganz platt gesagt, das hat mich in weiten Teilen nicht vom Hocker gehauen. Ich finde tatsächlich, dass manche der alten Pappebücher sehr viel origineller und spannender, auch technisch viel kreativer, vielfältiger, anspruchsvoller sind, als das, was heute so gemacht wird. Also ich bin ja im ehemaligen Osten aufgewachsen, in einer Familie mit DDR-Geschichte und ich hatte entsprechend viele DDR-Pappe-Bilderbücher als Kind. Und deren Gestaltung finde ich zum Teil wunderbar. Wirklich Wahnsinn, was da auch an Kreativität und Überlegung reingeflossen ist.
und eben vor allem für die ganz kleinen Kinder. Also ich finde, ab einer gewissen Altersklasse gibt es wahnsinnig viele sehr, sehr, sehr schöne Bücher, aber davor ist es wirklich gar nicht so leicht, finde ich. Also im Pappebuchbereich was zu finden, ist viel, viel schwieriger. Ja, du sagtest ja eben mehr als nur Tierbücher zum Beispiel. Was meinst du damit? Was ist denn das Meer in deinen Augen? Und spiegelt sich das zum Beispiel auch in eurem Verlagsprogramm wieder, was davon abweicht von diesen üblichen, von diesen Tierbilderbüchern? Also wir haben natürlich auch Bücher, in denen es um Tiere geht und unser erstes Buch ist ja tatsächlich auch wirklich ein Klassiker, die Landtiere. Aber auch da ist natürlich die Gestaltung ein bisschen anders. Die Tiere sind irgendwie in ihrer natürlichen Umgebung und es gibt eine bestimmte künstlerische Technik auch drumherum. Aber wir haben ja zum Beispiel auch ein bisschen vielleicht abstraktere Themen. Also unser Buch, was bald erscheinen wird, Wolken, ist ja jetzt ein Wort, was ganz, ganz viel bedeuten kann, wo ganz viel reinfließen kann und ist vielleicht nicht das erste Wort oder Thema, woran man bei einem Bilderbuch denkt. Und so ist es eben auch gestaltet mit Bildern und auch wieder mit Lyrik. Das wäre jetzt so ein, glaube ich, ein gutes Beispiel. Wir haben natürlich auch Tierbücher. Ich glaube, das finden auch viele Kinder toll. Meine Kinder mögen es auch, aber es geht eben auch darüber hinaus. Ich glaube, du hattest deine Frage angefangen mit, was kann man Kindern zumuten? Und jetzt, wo du die Wolken angesprochen hast, Katharina, Wolken ist ja für sich genommen ein Thema, was, glaube ich, nicht so oft in Bilderbüchern behandelt wird. Und gleichzeitig gehören ja Wolken aber ganz alltäglich zu unserer Lebenserfahrung dazu. Und wir entdecken die relativ früh. Vielleicht finden wir nicht unbedingt sofort Worte dafür. Man muss ja auch irgendwie mit seinen erwachsenen Bezugspersonen erstmal in den Kontakt zu diesen dann erstmal sehr weit entfernten und abstrakten Objekten kommen, um dafür Wörter zu finden. Aber sie gehören halt dazu. Und ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass man Kinder in ihrer Erfahrungswelt grundsätzlich erstmal ernst nimmt. Also nicht bierernst, aber mit so einer respektvollen Haltung, ne? Also dass man Erfahrungen, die Kinder machen, wertschätzt. Und daran anknüpfend, was kann man Kindern zumuten? Ich persönlich finde, man kann Kindern sehr, sehr viel zumuten, abhängig davon, wie man sie begleitet. Also es gibt natürlich Themen, die Kinder nicht interessieren. Da muss ich nicht unbedingt dann mit großen, schwierigen Themen um die Ecke kommen. Aber wenn Kinder die entdecken, dann muss ich sie auch nicht verstecken, ne? Sondern ich kann, wenn ich als erwachsene Person mich darauf einlasse, ja, bestimmte Themen, auch dem, die wir als Erwachsene schwierig finden, begleiten und einordnen. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man da wirklich sehr viel mit Kindern besprechen kann und Kinder in der Rolle ihres Entdeckens irgendwie auch ernst nehmen kann. Und dass es da relativ wenig gibt, was man ausklammern muss. Vorausgesetzt, man ist irgendwie in Kontakt und merkt, wo ist der Punkt, dass ich mein Kind überfordere oder wo möchte mein Kind vielleicht genauer wissen. Aber das ist jetzt ein Thema, das geht ja eigentlich über unsere Bücher hinaus, ne? Wir haben ja gar keine Bücher, wo jetzt wirklich emotional oder gesellschaftlich schwierige Themen drin verhandelt werden. Aber ich finde schon, dass das eine Frage von Grundeinstellung ist, wie ich Kindern begegne. Und ich habe es für mich immer ganz als gut empfunden, für jedes Thema ansprechbar zu sein und auch keine Tabus zu setzen. Also wir sitzen ja hier in unserem Büro-Privatbibliothek. Hier gibt es sehr, sehr unterschiedliche Bücher aus sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen. Und es gibt wirklich nur eine Handvoll Bücher, wo ich meinem Kind davon abraten würde, sie in die Hand zu nehmen. Oder vielleicht sogar sagen würde, ich möchte nicht, dass du sie liest. Bei den allermeisten Büchern ist es so, dass ich sage, das und das ist Thema dieses Buches. Bist du dir sicher, dass du dich damit beschäftigen möchtest? Du kannst da reinlesen, aber wenn du merkst, das ist zu viel, dann bitte sprich mit mir darüber. Ich frage dich auch danach und im Zweifel leg das Buch weg. Und das hat sich für uns als eine ganz gute Methode erwiesen und das kann man eigentlich für fast jedes Alter, glaube ich, so auch handhaben, weil letztendlich die ganz kleinen Kinder ja auch nicht zu Büchern greifen, die für sie irrelevant sind. Ich will jetzt mal auf das Buch Idanen Kollu verweisen, Idas Weg.
Das ist jetzt natürlich, da wird jetzt kein, werden jetzt keine großen, schweren Themen an sich gewälzt, aber es ist doch so eine Geschichte darüber, wie sich ein junges Wesen findet und sich für seinen Weg, den es gehen will, entscheidet. Das finde ich schon ein bemerkenswertes Buch. Es hat mir sehr gut gefallen. Und so generell, also ich stelle die Frage gerne Leuten, die Kinderbücher machen, weil sehr, sehr viele verschiedene Antworten kommen. Und eure finde ich sehr schön. Na, bei Ida ist es ja eine ganz grundsätzliche Frage von Autonomie. Und wie bin ich gebunden an meine Familie in dem Fall? Und wo nabel ich mich auch ab? Das ist was auch kleine Kinder für sich verhandeln. Ich erinnere mich, dass irgendwann mal, ich glaube, unsere Nachbarin mich fragte, ja, ist denn eure Tochter noch nie ausgezogen? Weil da war die noch sehr klein, also Kleinkind. Wir reden hier von Vorschule. Und ich habe gesagt, hä? Nein, wieso? Warum sollte sie ausziehen wollen? Und dann erst im Nachgang ist mir aufgegangen, dass es tatsächlich ja ganz viele Geschichten gibt, dieses Thema, ich ziehe aus, weil Klassiker, ich habe mich mit meinen Eltern gestritten oder sowas, aber dass es davon sehr, sehr viele Geschichten gibt, unter anderem auch von Astrid Lindgren. Und warum? Weil das eine ganz wichtige Phase in der Entwicklung von Kindern ist und das wirklich fast alle irgendwann durchmachen, dass sie sagen, nee, mir reicht's mit meinen Eltern, ihr seid doof. Ich packe jetzt meine 7 Sachen und ich ziehe aus. Und ich war völlig irritiert von dieser Frage, weil wir diese Phase zu dem Zeitpunkt noch nicht hatten. Kurze Zeit später hatten wir sie dann aber und wir hatten sie auch intensiv. Und das war ganz schön schwer, aber dann habe ich begriffen, aha, das ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung, in dem, wie erkenne ich mich selbst in meiner Autonomie und wie setze ich die um oder eben halt auch nicht, lasse ich mich wieder einfangen von meinen Eltern. Und das ist natürlich irgendwie Teil von Ida, von Idas Weg, Ida Nenjolo. Ja, mir ist noch in den Sinn gekommen, dass man die Themen eben anspricht, wenn die Kinder quasi drüber stolpern. Ich erinnere mich, dass ich in Berlin, ich war lange Babysitten im Studium, also war dann auch ein bisschen größer das Kind, aber dass wir eben über die Stolpersteine, also das ist dem Kind einfach aufgefallen und das ist ja auch wirklich ein super schwieriges Thema und ich habe auch überlegt, aber ich habe dann eben kindgerecht, wie ich es erachtet habe, eben auch mit ihr darüber gesprochen, weil ich es irgendwie komisch fand. War ja was ihr das Interesse geweckt hat. Und dann, ja, haben wir uns darüber eben unterhalten, wie mit einem kleinen Kind man sich darüber unterhält. Aber ich kann das nur noch mal unterstreichen, dass ich das auch super wichtig finde. Und ich glaube, Kinder wollen auch einfach ganz viel wissen und wollen ja auch die Welt um sie herum verstehen. Und da gehören eben sehr, sehr viele Sachen dazu. Und wenn sich Eltern oder Bezugspersonen darauf einlassen und eben mit den Kindern zusammen die Dinge entdecken, dann ist das eine wunderschöne Sache. Da wir gerade dabei sind und viel über Kinderbücher geredet haben und auch euer Verständnis von Kinderbüchern, natürlich muss jetzt die Frage kommen, was war euer Lieblingskinderbuch? Ist ganz schwierig ohne Mehrfachnennung. Ich hatte unter den Pappe-Büchern, ich hatte eins, das heißt, glaube ich, irgendwas mit Piepmatz. Es steht hier irgendwo hinter mir im Regal. Ich kann gleich versuchen, das rauszusuchen. Das war aber auf jeden Fall ein Buch, in dem in Zeichnungen oder Aquarellen, glaube ich, einige heimische Vögel vorgestellt wurden. Und ich glaube, ich fand die Bilder einfach so schön. Unter anderem war da ein Distelfink, also ein Stieglitz mit drin. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und an das habe ich oft gedacht, als wir die kleine Vogelwunderkammer gemacht haben. Da habe ich gemerkt, das scheint ein Buch gewesen zu sein, was für mich als Kind wichtig war. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich an Pappebücher, an die Phase wenig erinnern kann und an den Klassiker, die kleine Raupe Nimmersatt, auf jeden Fall. Und als ich ein bisschen älter wurde, dass ich dann auch schon langsam lesen konnte, haben wir sehr viel Märchen gelesen, auch mit meinen Großeltern, auch Märchen aus Tausend in einer Nacht, romantische Märchen, da war ich wahrscheinlich schon ein bisschen älter, aber ich erinnere mich viel an Märchen tatsächlich. Ich habe es gefunden. Das heißt Piepmatz, wie heißt du? Von J. Hessler. Und es zeigt Blaumeise und Schwalbe und Buchfink und Star und Rotkehlchen und Amsel, Buntspecht und Grünfink und Spatz. Also offensichtlich war ich schon als Kind ein bisschen tierverliebt. Ja, kommen wir wieder zurück zu eurem Verlag.
kurz bevor ihr mir das Konzept zerlegt habt, haben wir schon kurz über die Gründungsphase gesprochen, also 2015, 16 und 17. Welche Wegmarken fallen euch ein, die ihr bis in das Jahr 2023 dann auch noch hinter euch gelassen habt, die wichtig sind für die Entwicklung eures Verlages und für euch selbst auch im Verlag? Ja, das stimmt. Also Katharina zeigt gerade auf sich und sie hat vollkommen recht, dass Katharina in den Verlag gekommen ist, also zuerst ja mit einem Praktikum und später dann richtig, ist eine wichtige Wegmarke, weil wenn ich hier weiterhin alleine sitzen würde, also dann wäre ich inzwischen, glaube ich, erstens wahnsinnig und zweitens weiß ich auch nicht, ob es den Verlag dann so noch gäbe. Also dieses sich ein Team aufbauen, und das betrifft vor allen Dingen Katharina, aber es betrifft auch ganz, ganz wichtig und von Anfang an unsere Grafikerin Antje Rother, das ist eine gigantische Wegmarke, wenn man das so nennen will, weil ohne würde es überhaupt gar nicht gehen. Also für mich ist der Verlag ja eigentlich eher eine Konstante. Also auch, ich war ja dann auch zweimal in Elternzeit und ich wusste, danach komme ich wieder in den Verlag, und das ist ein wunderschönes Gefühl. Ich muss tatsächlich überlegen, wann, in welchem Jahr ich eigentlich angefangen habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist unglaublich lange her. Ja, es fühlt sich gar nicht so lange an, aber es sind ja auch schon tatsächlich einige Bücher seitdem erschienen. Ja, das kann man sagen, und auch wenn es jetzt vielleicht nicht die große Wegmarke ist, aber immerhin, auf der Buch Berlin zum Beispiel habt ihr ja am 30. September um 14 Uhr auch eine Lesung. Um welches Buch geht's denn da? Das stimmt, dass man überhaupt so große öffentliche Veranstaltungen wahrnimmt, das ist auch wahnsinnig wichtig. Und dass man plötzlich ein Gestalter von solchen Programmen ist, wie Lesungen, das ist auch Wahnsinn. Dass ein Außen einen ja auch wahrnimmt als jemanden, der einen wertvollen Inhalt präsentieren und darbieten kann, das ist tatsächlich auch Balsam für die Seele. In dem speziellen Fall jetzt auf der Buch Berlin werden wir das Buch Monster und Maus lesen. Das ist eine in Dialogform geschriebenes Buch. Es unterhalten sich Monster und Maus. Geschrieben und gezeichnet hat es Claudia Brüggemann. Und natürlich ist es, wie es immer ist, das Monster kämpft mit seinen inneren Zweifeln und die Maus als Freund und ein bisschen auch als Spitze hilft ihm da rauszukommen mit Käsekuchen und Pupsen. Und wer von euch gibt die Maus und wer das Monster? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben das jetzt schon öfter zusammen gelesen. Also dadurch, dass es im Dialog geschrieben ist, liest es sich auch wahnsinnig gut mit zwei Personen. Das heißt, auch diesmal werden Claudia und ich zusammen lesen. Und wir machen es tatsächlich so, dass wir unser Publikum entscheiden lassen. Wir haben immer eine kleine Aufwärmphase, wo wir uns ein bisschen durchschütteln und warm machen und davon erzählen, dass Monster und Maus in diesem Buch sich unterhalten. Und dann fragen wir die Kinder, also oder ich frage die Kinder, ob sie denn denken, dass Claudia lieber die Maus oder das Monster lesen soll. Und die haben da in der Regel eine sehr feste Meinung zu. Und wir haben das jetzt ja einige Male schon gelesen, und meistens sollte Claudia, glaube ich, das Monster sein, und bei dann einer späteren Lesung sollte sie plötzlich die Maus sein, und wir waren schon so eingespielt in unser Lesen in den anderen Rollen, dass wir kurz sehr irritiert waren, aber es hat geklappt, wir können beide Rollen lesen. Ich habe es einmal bei einer privaten Feier in einem größeren Rahmen, da gab es auch ein Kinderabendprogramm und da haben wir auch gelesen. Und da habe ich mit einer Mama zusammen gelesen und sie hat sich das Monster ausgesucht und fand es, glaube ich, auch sehr toll. Also die Entscheidung war sehr klar bei ihr, welche Rolle sie lesen will. Unter der Rubrik über uns auf eurer Homepage finden sich gerade einmal 11 Zeilen mit 142 Wörtern plus minus. Weiß ich nicht, aber die 11 Zeilen, das stimmt. Das klingt nach wenig, aber wertes Publikum, man muss schon lange suchen, um einen so schönen und leichten Text zu finden. Mosaiksteine wie entspanntes Miteinander, Austausch und emotionale Versicherung fügen sich zur Philosophie des Verlages zusammen. Was macht euren Verlag aus? Ich glaube, ich hoffe, Wertschätzung, ich hoffe, dass wir das schaffen, weil mir das wichtig ist, in jedem unserer Bücher den Werken, die da drin vorgestellt werden, also in Bild und Text, gerecht zu werden, auch den UrheberInnen gerecht zu werden und
im nächsten Schritt hoffe ich natürlich auch, dass wir damit Bücher schaffen und Werke in die Welt bringen, die den Menschen, die das letztendlich in der Hand halten werden, seien es jetzt kleine Menschen oder seien es große, etwas geben, wovon sie in irgendeiner Form zehren, woran oder Freude haben können. Und wenn wir das schaffen, dann finde ich, haben wir unseren Job gut gemacht. Also ich finde diese 142 Wörter oder sagen wir 143 bis 141, je nachdem, finde ich wirklich sehr schön. Also es wirkt sehr wenig, aber es gibt sehr viel. Und in diesem Text, deswegen reite ich auch so ein bisschen drauf rum, finde ich besonders spannend auch, was sie über den Sinn und die Aufgabe von Illustrationen sagt. Die möchte ich jetzt gerne mit euch noch ein bisschen nachgehen. Was machen für euch Illustrationen aus? Meinst du jetzt Illustration im Sinne von alle Bilder, die in Büchern vorkommen, inklusive alle die, die wir so benutzen? Oder meinst du Illustration als Kunstform? Weil ich mache ja, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Text so explizit unterschieden habe, aber der Begriff Illustration wird ganz oft einfach benutzt und wir machen das auch manchmal für jedes Bild, was irgendwie in einem Buch drin ist. Und eigentlich ist eine Illustration aber auch durchaus anders zu definieren, nämlich als was, was einem Text dient. Und da gibt es für mich einen ganz, ganz großen Unterschied, weil diese einem Text oder einer Information in irgendeiner Form dienende Grafik, Illustration, die hat eine sehr, sehr konkrete Aufgabe. Die hat die Aufgabe, etwas, was in einem anderen Kontext schon ausgeführt wurde, weiter auszuführen, zu verdeutlichen, vielleicht auch auszuschmücken, solche Sachen, was eine wahnsinnig wichtige Aufgabe ist, auch oft genug eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und unterscheidet sich aber von einem Bild, was nur aus sich heraus erzählt. Und das sind eigentlich die Bilder, mit denen ich am liebsten arbeite in unseren Bilderbüchern. Und dafür verwende ich aber nicht den Begriff Illustration, obwohl sie in Büchern vorkommen. Grundsätzlich ist mir aber wichtig, dass die Bilder, die wir verwenden, aus sich heraus erzählen und gerne auch viele Geschichten erzählen können. Für mich sind das die interessantesten Bilder, wo ich aus verschiedenen Zugängen heraus viele Geschichten finden kann. Und in manchen von den Büchern ja sogar selbst von den Kindern mitgestaltet werden können. Das ist auch nochmal, glaube ich, eine besondere Reise, die man da dann auch zum Beispiel zusammen mit seinem Kind ja machen kann, durch das Buch und die Geschichte eben selbst nochmal zu verändern oder zu vervollständigen. Für mich ist dieser Umgang mit Bildern ein ganz wichtiges, fast schon ein Herzensthema, weil ich merke aus meinem Hintergrund heraus mit diesem Kunstgeschichtsstudium und mit den Ausstellungen, die ich irgendwie mal begleitet habe oder organisiert habe oder so, dass es da oft Berührungsängste gibt, ne? Dass es viele Menschen gibt, die sagen, ach, ich verstehe doch gar nichts von Kunst speziell, da traue ich mich jetzt irgendwie nicht in diese Ausstellung zu gehen, oder bei den Büchern begegnet mir das jetzt manchmal, dass die Leute sagen, warum macht ihr denn solche aufwendigen Gemälde in Kinderbücher, damit können doch Kinder gar nichts anfangen, das passiert auch. Und aus meiner Perspektive heraus ist es aber so, dass jedes Bild ganz, ganz viele Schichten hat, denen wir uns widmen, die wir entschlüsseln, die wir entdecken können, wenn wir möchten oder auch nicht. Und manche davon setzen Wissen voraus, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit Zeithorizonten, in denen irgendwelche Gemälde entstanden sind, auseinandersetzen möchte, mit historischen Epochen, mit Techniken, die verwendet wurden, solche Sachen. Und manche davon sind aber ganz, ganz intuitiv und die finden wir im Grunde in uns selber als Betrachter. Die sind auch unabhängig von, was hat sich der Künstler oder die Künstlerin dabei gedacht. Und die sind nicht weniger wertvoll als alle anderen Schichten in diesen Bildern. Und ich würde das eigentlich sehr schön finden, wenn Menschen sich da selber mehr vertrauen würden und sich mehr trauen würden zu sagen, ha, dieses Werk, das gilt übrigens für alle Künste, also auch zum Beispiel für Musik, aus meiner Perspektive. Dieses Werk erzählt mir was, das berührt mich oder eben auch nicht. Oder
Manchmal kommt es vor, dass ich sage, etwas interessiert mich nicht, aber die Person, die neben mir steht, sagt doch, aber mich berührt das ganz doll, und zwar aus diesen und jenen Gründen. Und so kommen wir ins Gespräch und lernen was übereinander. Und das ist eigentlich für mich der Punkt, wo es spannend wird und schön. Und das können wir uns ruhig öfter mal gönnen und unter anderem auch anhand von Bilderbüchern, denke ich. Ja, genau deswegen habe ich euch ja die Frage gestellt, weil ihr seid ein Bilderbuchverlag und ich hatte damit gerechnet und darauf gehofft, dass ihr auch eine sehr differenzierte Sicht auf dieses Thema habt. Ich finde es schon spannend. Also ich hatte im Rahmen meiner Radioarbeit auch schon mal eine Veranstaltung, in der es um Maria Friedrich ging, eine der ersten Verlegerinnen überhaupt. Und die hatte DTV Junior und verschiedene andere DTV-Reihen betreut und auch begründet. Und die sagte über Illustration schon sehr früh im Prinzip dasselbe, was ihr eben gesagt habt. Oder Bilder in Büchern. Die sollen die Geschichte nach Möglichkeit selbst nochmal erzählen und darüber hinaus ihre eigene Geschichte erzählen. Das finde ich toll. Es soll eben mehr als nur dekoratives Beiwerk sein. Deswegen, ja, die Frage musste unbedingt kommen. Ich glaube, wir tun einfach grundsätzlich gut daran, wenn wir uns mehr trauen, Kunst offen gegenüberzutreten. Ich habe auch im Studium mal in einem Seminar brachte eine Kommilitonin die Frage auf, ist Kunst ein Luxusgut? Und ich musste damals so lachen, weil für mich war die Antwort auf diese Frage so offensichtlich. Die erste Antwort, die mir so in den Sinn kam, war ja, natürlich. Wir sind alle privilegiert, die wir hier in diesem Seminarraum sitzen und uns das leisten können, irgendwie unsere Zeit damit zu verbringen, über Kunst aus dem 18. Jahrhundert zu sprechen oder wenn wir rausgehen und uns tatsächlich Kunst kaufen. Ne? Das bedeutet ja, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass das Geld irgendwie fürs Brot nicht reicht am Ende des Monats. Aber, und das ist die andere Seite von dieser Antwort, Kunst machen, also sich kreativ auszudrücken, ist auch so elementar menschlich. Das muss nicht unbedingt in meiner bildenden Kunst sein, aber so ganz grundsätzlich, dass man eigentlich die Frage dann doch verneinen muss und sagen muss, nee, das hat irgendwie auch was mit dem ganz grundsätzlich menschlich sein zu tun und sich ausdrücken wollen und auch seinen Ausdruck teilen wollen mit anderen Menschen. Ne? Und dann andersherum als Betrachter wiederum die Perspektiven von den Menschen, die sich kreativ ausgedrückt haben, aufnehmen zu wollen und uns darin zu spiegeln und zu reflektieren, unsere eigenen Innenwelten zu reflektieren. Wir machen das ja ganz viel, sicherlich alle auch in Musik. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, wie wir unterschiedliche Musikgeschmäcker pflegen in dieser Runde. Und das ist, wenn man es so betrachtet, dann eben nicht elitär und luxuriös, sondern ein ganz wesentlicher Bestandteil von Menschsein. Und das können, ja, das dürfen wir ruhig öfter in unserem Alltag bedenken. Ja, das finde ich auch. Also ich habe früher auch gedacht, ja, so Altorientalistik, Ägyptologie, das ist ein Luxus, das kann man sich gönnen, so ein bisschen so geistige Selbstbespiegelung und so. Aber das stimmt halt nicht. Also wenn ich im Vorderasiatischen Museum Leute durch die Ausstellung geführt habe, habe ich gemerkt, welchen Sinn das macht, was wir tun. Also die ganzen Orchideenfächer halt. Wir erzählen Geschichten und die Leute brauchen Geschichten. Und deswegen macht es auch großen Sinn, sowas Abgelegenes zu tun, was angeblich brotlose Kunst ist. Ich finde, der Begriff der Geschichte ist da wirklich ein Schlüssel. Das ist der Kern des Ganzen, betrifft im Grunde alle Kunstformen, glaube ich. Wie arbeiten denn eure KünstlerInnen? Noch ganz traditionell oder auch schon digital? Also wie entstehen so die Bilder, / Illustrationen eurer Bücher? Bisher tatsächlich nicht digital, sondern klassisch auf Papier oder Holz. Aber also nicht, weil wir das so vorgeben, sondern weil bisher einfach uns noch nicht die digital kunstschaffende Person untergekommen ist, wo wir gedacht haben, ja, wir machen jetzt zusammen ein Bilderbuch, ihr passt gut bei uns rein. Ja, sondern einfach, weil das ihre Mittel der Wahl sind aktuell. Arbeiten mit Holz, das ist spannend. Also erzählt mal kurz, welche Illustrationen oder welche Bilder entstanden im Zusammenhang mit Holz? Ich weiß es jetzt nicht, kann mir nichts vorstellen. Sie sind quasi alle auf Papier entstanden, bis auf die Bilder aus Kleine Vogel Wunderkammer. Das sind Acryl-Lasur-Gemälde
Und das ist tatsächlich auf einer Holzplatte aufgetragen. Also ähnlich wie die Tafelmalerei des 16., 17. Jahrhunderts. Ja, eine dünne Holzplatte, auf der in Acrylfarben Lasuren aufgetragen wurden, in mehreren Schichten. Spannend. Mhm. Katharina, mal an dich. Eure Bilderbücher sind ja meistens bunt oder auch mal vielleicht noch lassen Raum für Buntes. Kannst du dir zum Beispiel auch ein Bilderbuch rein schwarz-weiß vorstellen? Kann ich mir vorstellen und ich glaube, es gibt sogar eine Idee, die aber noch nicht so ausgereift ist zu einem Buch, was tatsächlich in schwarz-weiß funktioniert. Und ich weiß leider nicht, wie das Buch heißt, aber ich habe auch so ein Kinderbuch. Es ist für ein bisschen ältere Kinder, aber ich glaube, es ist auch nur oder fast nur in schwarz-weiß gezeichnet. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut. Es ist dann eben die Form, die der Künstler, die Künstlerin da gewählt haben. Ich erinnere mich, dass das auch diskutiert wurde. Also ich habe eine Buchbesprechung darüber gelesen, ob man denn sowas jetzt für ein Kinderbuch machen darf eigentlich. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, ja. Wenn ich da ergänzen darf, man kann sich natürlich die Frage stellen, ob das angemessen ist in Bezug auf die Entwicklung des Sehens. Also die tatsächlich, ne, wie sich unser Auge biologisch entwickelt im Laufe unseres Lebens. Und ich meine auch, dass wir da schon diverse Texte drüber gelesen haben und dass Kinder durchaus profitieren davon, wenn kräftige und kontrastreiche Farben im Spiel sind. Rot ist, glaube ich, eine der ersten Farben, die wir wirklich so richtig gut wahrnehmen können und dementsprechend reagieren kleine Kinder da drauf. Ich weiß, auch meine Tochter hat als Kind immer gesagt, also mit Schwarz-Weiß braucht man ihr gar nicht kommen. Schwarz-Weiße Bilder fand sie totlangweilig, das hat sie sich überhaupt nicht angeguckt. Da konnte, also egal was das Motiv war, es war Schwarz-Weiß, war ihr egal. Und ich kann mir vorstellen, dass sie damit nicht ganz alleine ist. Aber trotzdem ist es ja auch so, dass wir Bücher machen, die eben nicht nur auf, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ein ganz bestimmtes Alter begrenzt sind. Und wie Katharina gesagt hat, wenn das die Form der entsprechenden Künstlerin oder des Künstlers ist, dann würden wir natürlich auch ein schwarz-weißes Buch machen, weil das ja dann trotzdem ein Werk ist, dem wir irgendwie einen Raum geben wollen, wenn wir uns entscheiden, das zu machen. Aber habe ich dich, Katharina, richtig verstanden, dass es schon eine Idee gibt in die Richtung oder war das jetzt zu investigativ hineingedacht? ich glaube, ich bin da ein bisschen genauer informiert, wie der aktuelle Stand ist. Wir sind in Kontakt mit einem Künstler, der ganz viel in Schwarz-Weiß arbeitet. Gerade weil das sind Tuschezeichnungen, so wunderbar fantastisch sind. Also ich glaube, ich möchte jetzt gerade noch keinen Namen nennen, aber das machen wir später, wenn es wirklich spruchreif ist, dann können wir darüber sprechen. Es sind ganz fabelhaft detaillierte Zeichnungen von Naturräumen. Und tatsächlich denke ich aber, dass es vielleicht in dem Buch dann doch ein bisschen Farbigkeit geben wird. Nicht, weil wir gesagt hätten, wir wollen das, aber weil wir ja auch so arbeiten, dass wir den Menschen, mit denen wir Bücher machen, die letztendlich die Werke liefern für diese Bücher, so wenig wie möglich da reinreden. Und wenn die sagen, oh, aber für dieses Projekt möchte ich gern das und das machen, dann sagen wir, okay, wir wissen, dass du fabelhafte Kunst machst. Wir möchten da gerne ein Buch draus machen und du entscheidest, wie es genau sein soll. Zur Verlagsgeschichte gehört natürlich auch die Entwicklung eures Verlagsprogramms. Welches Buch stand jetzt ganz genau am Anfang eures Verlags? Das ist ganz einfach, das waren die Landtiere. Also es ist das erste Buch, was rausgekommen ist. Es ist auch das erste Buch, zu dem es eine konkrete Idee gab, zu dem wir wussten, mit wem wir da zusammenarbeiten. Es ist, glaube ich, eine sehr persönliche Zusammenarbeit gewesen, insbesondere mit Susanne. Susanne Haun hatte ich ja schon erwähnt, kenne ich schon sehr lange aus meinem Studium heraus und da hat sich eine professionelle, aber auch eine sehr freundschaftliche und enge Beziehung entwickelt. Und wenn Susanne damals nach dieser Ausstellung sich meine Idee nicht angehört hätte für ein Bilderbuch und nicht gesagt hätte, natürlich mache ich das mit dir, also dieses Landtiere-Bilderbuch, muss man dazu sagen, hat einen Textteil. Das ist Lyrik, Poesie über verschiedene Tiere von Gerd Knappe, einem Berliner Autor. Und es hat eben diese Bilder, das sind Collagen. Dafür hat ein
ebenfalls befreundeter Fotograf, nämlich Thomas Lemnitzer, hier direkt in unserer Umgebung Tiere fotografiert, so wie er sie vorgefunden hat. Und der zeichnerische Anteil in diesen Collagen kommt von Susanne Hauen. Und wenn diese Personen damals nicht gesagt hätten, ja, Nina, wir glauben, dass das eine gute Idee ist und wir machen das mit dir zusammen, dann hätte es diesen Verlag nicht gegeben, glaube ich. Das Buch über die Tiere war der Anfang des Ganzen. Wir haben jetzt schon im Verlauf des Interviews einiges von euren verschiedenen Werken, Titeln gehört. Wie hat sich denn jetzt insgesamt im Laufe der Zeit, im Laufe des Bestehens des Verlages, euer Verlagsprogramm genau entwickelt? Was ist da an Aspekten, an Themen dazugekommen? Also für mich ist es eher so, dass wir ja wirklich bei jedem Buch, dadurch, dass wir immer mit anderen KünstlerInnen zusammenarbeiten, eigentlich bei jedem Buch immer wieder gucken, passt es, was ist die Idee, können wir uns damit identifizieren? Und deswegen ist es, glaube ich, sehr projektbasiert auch. Ich würde sagen, wir haben jetzt nicht so eine Leitlinie oder so, sondern es ergeben sich auch immer wieder Sachen, dass man jemanden trifft auf einer Messe oder von den Künstlern, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, hat jemand noch eine Idee und sagt, Mensch, das wollte ich auch schon immer machen und das würde ins Format passen. Oder wir gucken dann, wie können wir die Kunst eben ins Buch bringen. Ich glaube, wir verhandeln es mit jedem Buch neu. Das würde ich genau so unterschreiben. Es kommt manchmal vor, dass also wir merken natürlich, wir haben viele Bilderbücher im Programm, die sich in irgendeiner Form mit Tieren beschäftigen. Und es gibt auch Themen, wo wir denken, ach, da hätten wir grundsätzlich Lust, mal ein Buch zuzumachen. Zum Beispiel das Thema Fahrzeuge. Da ist uns aber einfach noch nicht der Künstler, die Künstlerin, der Autor, die Autorin begegnet, mit dem wir das machen. Und da wir so arbeiten, dass wir eben nicht Aufträge konkrete vergeben und sagen, mach uns genau das und das und das, sondern dass wir uns das Werk, was Menschen produzieren, anschauen und sagen, oh, wir denken, dass wir das gut in ein Bilderbuch packen könnten. Naja, da wir jedenfalls so rum arbeiten, sind wir darauf angewiesen, dass uns irgendwann die Menschen begegnen, für die Fahrzeuge sowieso schon eine Rolle spielen in ihrem Werk, dass wir sagen können, Mensch, das würden wir gerne ins Buch packen, hast du Lust, mit uns ein Buch zu machen? Und darum entwickelt sich das Programm tatsächlich von Projekt zu Projekt und mit ein bisschen Eigenleben, ohne dass wir da einen ganz klaren Fahrplan vorgeben. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz, den er da verfolgt. Also es macht die Verlagslandschaft einfach auch vielfältiger, wenn man nicht alles so durchtaktet und durchplant, sondern sich auch ein bisschen, finde ich, planvoll verirrt. Also ich finde, eine Stadt kann man am besten kennenlernen, wenn man einfach losläuft und guckt, wo man rauskommt. Das konnte ich immer besonders gut. Also selbst mit Google Maps kann ich mich wunderbar verlaufen. Das ist toll. Nein, also das finde ich, das macht halt auch euren Verlag aus. Die drittvorletzte Frage, die ich habe. Wir haben ja kurz über den Verlagssitz gesprochen, Neustadt-Dosse in Brandenburg. Wie wichtig welche Rolle spielt bei euch die Region und die Vernetzung in der Region für euer Verlagsleben und generell also für euren Verlag? Ich glaube, für mich spielt der Ort in Bezug auf meinen Seelenfrieden eine Rolle. Ich habe ja auch in Berlin gewohnt und da habe ich mich nicht in der Form wohlgefühlt, wie ich das hier tue. Ich brauche dieses weite Land. Ich brauche auch, dass ich aus der Tür treten kann und im Zweifel niemanden sehe. das muss man leider so sagen. Das ist auch manchmal schön. Ansonsten finde ich es tatsächlich für den Verlag schwierig, weil es gibt hier nur sehr dünn gesät Buchhandlungen. Es gibt hier viel kulturelles Programm für die dünn besiedelte Gegend, aber es ist halt trotzdem auch sehr, sehr dünn besiedelt und es sind gar nicht so viele Menschen, die das alles konsumieren können. Und es ist sicherlich in Berlin leichter zu sagen, ach, ich gehe jetzt mal hierhin und dahin und ich treffe mich mal dort noch auf dem Kaffee für ein Vernetzungstreffen und einfach mal plaudern und gucken, was passiert. Wenn man immer mindestens eine Stunde fährt, bis man zu diesem Treffen angekommen ist, ist das schwierig. Also tatsächlich für die Verlagsarbeit finde ich es oft hinderlich. Gleichzeitig können wir über digitale Wege ja inzwischen so effektiv miteinander arbeiten,
dass das dann in der konkreten Projektplanung und Erstellung von Büchern dann wiederum ja eigentlich egal ist, wo man ist. Und tatsächlich, Katharina, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das schön, dass wir jetzt räumlich dicht beieinander sind und uns jede Woche tatsächlich sehen, aber auch in der Pandemiephase und als wir noch nicht so dicht beieinander gelebt und gearbeitet haben, ging das ja schon irgendwie. Jetzt hast du mir meine Antwort weggenommen. Nein, genau. Also ich habe ja erst noch von Berlin aus gearbeitet und wir haben dann unsere wöchentlichen Treffen eben dann auch digital abgehalten und das ist schon sehr schön. Also alleine mein Fahrradweg ist immer eine schöne Einstimmung und dann komme ich eben hier an und wir sitzen hier in dem schönen Büro und genau, es ist, die Nähe ist schon sehr schön einfach und ich glaube, es wird sich auch noch mehr herauskristallisieren, dass ich einfach auch noch öfter da bin. Der Weg ist einfach sehr kurz und persönlich eben auch tatsächlich in einem Raum zu sein, ist gerade nach der langen Pandemie natürlich auch sehr, sehr schön, auch wenn es jetzt schon wieder eine Weile möglich ist. Aber das macht das Arbeiten einfach schon sehr schön. Und ich mag es auch manchmal, keinen zu sehen tatsächlich. Ich bin in Berlin oft auch im diesigen Wetter spazieren gegangen, weil da nicht so viele Leute unterwegs waren und fand das zur Abwechslung tatsächlich auch sehr nett. So allmählich kommen wir zum Ende unserer Verlage on Stage, werte ZuhörerInnen. Es gibt noch zwei Fragen, die wir gerne unseren Gästen stellen. Die erste wäre, ihr, Nina und Katharina, habt hier und jetzt einen Wunsch frei und ihr wisst, dass der unbedingt und unabdingbar in Erfüllung gehen wird. Welcher Wunsch wäre das? Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir Menschen uns grundsätzlich mit mehr Menschlichkeit begegnen und mit mehr Verständnis. Also im kleinen, persönlichen, direkten Rahmen wie auch im größeren. Da bin ich manchmal sehr verwundert drüber, wie wir das schaffen zu vergessen. Wir hatten neulich eine Brecht-Veranstaltung hier um die Ecke und ich liebe die Drei-Groschen-Oper sehr. Ich weiß, Katharina liebt Brecht auch sehr. Und da geht es ja genau darum, wie der Mensch vergisst, manchmal, dass er doch Mensch ist. Und ich würde mir wünschen, dass uns das weniger oft passiert. Ich glaube, ich würde mich anschließen, gerade im Kleinen, weil ich finde, wenn wir den Menschen um uns rum erstmal mit Freundlichkeit begegnen, würden sich viele Probleme, die wir einfach haben und die gerade auch gefühlt immer größer werden, gar nicht so sehr da, weil man dann einfach freundlicher aufeinander schaut und wenn das eben eine Gegenseitigkeit ist, dann wäre die Welt vielleicht ein bisschen besser. Ja, es sind schöne Wünsche, weil sie halt an das Grundsätzliche rangehen. Jetzt nicht ein ganz konkreter Wunsch, den man quasi einmal verpulvert, sondern das generell so das Mindset, das Grundgerüst überarbeitet wird im Menschen. Und dann laufen die Dinge automatisch generell besser. Finde ich gut. Die zweite Frage wäre nun, nach all den Fragen, habt ihr eine Frage an mich? Wir haben uns ja über Bücher kennengelernt. Also wir reden hier über den Verlag, du bist selber Autor, du machst solche Sendungen über Literatur. Wie machen wir das, was würdest du sagen, dass die Bücherwelt noch bunter, noch stärker, noch präsenter wird, dass solche umfangreichen Bibliotheken, wie sie hier, glaube ich, in meinem Büro zu finden sind, noch mehr Zimmern sind, dass noch mehr Kinder mehr Bücher in die Hand bekommen. Steven, wie machen wir das? Hast du einen Plan? Ja, habe ich. Einmal ganz spontan, ihr macht weiter wie bisher, denn die Kids von heute, die eure Bilderbücher in die Hand bekommen, sind die LeserInnen von morgen. So einfach ist das. Und je früher man für Bücher begeistert wird und wenn man abhängig davon wird im positiven Sinne, desto größer ist die Chance, dass immer mehr Räume mit Büchern gefüllt werden. Und dann, das mache ich auch ganz gerne in meiner Freizeit, ich gehe gerne in Kitas und Grundschulen und lese vor. Und ich will die Kinder wirklich süchtig nach Büchern machen. Süchtig danach vorgelesen zu bekommen und im Folge dann süchtig auch Bücher in die Hand zu nehmen. Und dann, glaube ich, ist die Welt eine bessere. Weil wer liest, stellt Fragen. Und wer Fragen stellt, macht keine Dummheiten. Jedenfalls in der Regel nicht. Ja, das ist so meine Antwort auf deine Frage. Werte ZuhörerInnen,
Das war sie nun also, die dritte Folge von Verlage on Stage. Das Literaturradio war zu Gast beim Eichhörnchen Verlag. Nina Schuchardt und Katharina Schulze-Bergner haben uns durch ihr Verlagshaus geführt. Sie haben wunderbare Bilderbücher für Babys und Kleinkinder veröffentlicht. Diese Bücher erzählen uns Geschichten, die uns auch beim x-ten Male in ihren Bann ziehen können. Und das altersgrenzenlos. Ja, auch Sie sind gemeint, werte ZuhörerInnen. Wer unter Ihnen nicht mehr Kind geblieben ist, wird das wieder sein, sobald er das erste Buch des Verlags aufschlägt. Und die unter Ihnen, die noch Kind geblieben sind, wissen sowieso, was ich damit meine. Ich hoffe sehr, dass noch viele Titel folgen werden. Dies ist eine dringende Empfehlung. Schaut beim Eichhörnchen Verlag vorbei. Es gibt wunderbare Dinge zu entdecken. Hören heißt dabei sein. Ich bin Steven Lundström vom Literaturradio Hörbahn und ich danke dir, Katharina, und dir, Nina, dafür, dass ihr diese wunderbare Verlage on Stage-Sendung mit mir gestaltet habt. Ja, vielen Dank, dass du hier warst und wir so ein wunderschönes Gespräch hatten. Ganz genau, und komme wieder. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.